Liebe Schwestern und Brüder, das Drama der Heimholung Gottes, dessen Zeugen wir werden, sollte auch uns beschäftigen. Wir hören diese wunderbare Szene, wo David endlich, nachdem er die Jebusiter-Festung Jerusalem erobert hat, dort die Lade anständig, wie es sich gehört, und wir wissen ja von dem geplanten Tempelbau, das ist der nächste Schritt, dass er Gott einen Platz zuweisen will, der würdig ist. Und er tut alles dafür. Mit einem großen Fest, einer großen Prozession, einer Riesenliturgie wird das begangen. Und wir sehen David hier in priesterlichen Funktionen. Er trägt das leinene Ephod und er segnet am Ende das Volk. Was David zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden hat, ist, dass es genau umgekehrt ist. Wir sind nicht diejenigen, die Gott Gastfreundschaft anbieten können. Wie sollte das gehen? Ihm gehört alles. Er ist der Herr der ganzen Welt. Er ist der Herr Israels. Welch ein Irrtum zu glauben, wir könnten Gott einen Platz zuweisen. In einem schön hergerichteten Zelt oder in einem Tempel. Gott hat Anspruch auf alles. Vor allem, und das wird David noch schmerzhaft lernen, auf ihn, auf sein Leben, auf seinen Gehorsam, auf sein Hören. David findet immer wieder dorthin zurück, aber es ist ein Prozess. Hier noch ganz in seiner jugendlichen, königlichen Kraft, er will das Beste. Und trotzdem wird er bitter lernen müssen, dass das nicht der Weg Gottes ist. Gott lässt sich nirgendwo hin oder herstellen, sich nicht einfach in Anspruch nehmen für die eigenen Ansprüche. Und wir sehen die gleiche oder ähnliche Bewegung sehr schmerzhaft, wenn wir auf Maria schauen, im Evangelium. Auch da soll er, wir haben das am Samstag schon gehört, heimgeholt werden. Er soll sich rechtfertigen, was er denn da macht, vor seiner Sippe, die stark ist, die sich kümmert. Ist nicht so wie bei uns heute, wo sich keiner mehr um den anderen kümmert, wo alles egal ist und jeder macht, was er will, sondern wo es eine Verantwortung und eine Verantwortlichkeit gibt. Die Gruppe, die um Jesus herum sitzt, wird sich entsprechend gefühlt haben. Sie werden ja in einer Sekunde promoviert zur Familie Jesu. Oh, alle, die auf mich hören, sind mir Mutter, Bruder und Schwester. Das ist ja mal eine Aussage. Wie wird Maria dieses Wort getroffen haben? Wie sie damit umgegangen ist, das sehen wir am Ende des Lebens Jesu. Von denen, die sich hier möglicherweise stolz auf die Schulter klopfen und sagen, ja, guck mal, wer wir jetzt sind, steht niemand unter dem Kreuz. Aber sie steht dort, allein. Sie lässt nicht los. Sie hat verstanden, dass sie sich von ihm einweisen lassen muss. Nicht, dass sie ihm irgendwelche angestammten oder traditionellen Plätze zuweisen könnte, sondern sie selber muss sich einweisen lassen. Das ist zuweilen ein ebenso schmerzhafter Prozess wie eine Geburt. Es ist die Gottesgeburt, die Heimholung Gottes in unserem Leben. Er weist uns ein, damit wir letztendlich bei ihm zu Hause sind.